machen weiter in der Serie über das Wirken und das Leben des Heiligen Geistes. Wir haben uns mit dem Alten Testament etwas auseinandergesetzt. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Und ich möchte heute über lebendiges Wasser sprechen. Wasser ist absolut lebensnotwendig. Und das Thema Wasser kommt in der Bibel gleich am Anfang vor, zur Schöpfung. Und selbst bis zum Ende, bis zum letzten Kapitel, wo es über dieses lebendige Wasser spricht, das aus dem Tempel herausfliegt und das Land bewässert. Dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und so auch bei Christus. Bei der Schöpfung wurde die Erde aus dem Wasser heraus geboren. Der Geist war dabei. Wasser bewässerte, Ströme bewässerten den Garten. Eben 4 Ströme waren das. In Ägypten, wo die Israeliten sich aufhielten, wurde das Land durch den Nil bewässert. Und im verheißenen Land sollte das Wasser vom Himmel kommen. Aber trotzdem musste das Wasser aus Brunnen geschöpft werden, weil es ja auch ein sehr trockenes Land war. Und alles, was dort geschah an landwirtschaftlicher Tätigkeit, war vom Wasser abhängig. Und so war es auch bei unseren Patriarchen. Abraham und Isaak, Jakob hatten große Herden. Das war ihr Reichtum. Wer früher reich war, der hatte viel Vieh, vor allen Dingen in Israel. Und sie verdankten das Gott, weil Gott sie gesegnet hatte, weil er einen Bund mit ihnen geschlossen hatte. Und sie waren sicherlich gute Viehhirten, aber sie hatten auch eine ganz besondere Fähigkeit entwickelt, zu der ihnen Gott sicherlich auch verholfen hat. Und das war die Fähigkeit, Wasser zu finden. Sie hatten Hirten, die in der Wüste herumgingen und Stellen herausgefunden haben, wo sich wahrscheinlich Wasser befindet. Und sie haben gegraben und siehe da, sie sind auf Wasser gestoßen. Und dieses Wasser war lebensnotwendig, weil die Herden haben den Tag über gegrast oder das, was sie gefunden haben. Vielleicht waren es auch nur Büsche oder Dornbüsche. Und dann mussten sie einmal am Tag zur Tränke geführt werden. Und das waren dann Brunnen. Diese Brunnen waren oft versiegelt, da war ein Stein obendrauf. Den haben sie weggewälzt, dann haben sie die Herden getränkt. Das war eine schwere Arbeit, weil das Wasser war nicht gerade an der Oberfläche, sondern es war vielleicht ein paar Meter weiter drunten. Da brauchte man Gefäße, vielleicht hatte man eine Seilwinde, hat es runtergelassen. Und stellt euch mal vor, so eine Herde von Tausenden von Schafen, wie oft man da den Eimer runterlassen musste, um es herauszuschöpfen und den Schafen zu geben. Das war sicherlich die schwierigste und anstrengendste Tätigkeit des ganzen Tages. Aber so haben sie ihre Herden am Leben gehalten. Und diese Brunnen wurden manchmal von den Philistern verschüttet und von Abimelech und seinen Gefolgsleuten waren die Brunnen umstritten. Die wollten sie für sich selber haben. Und so war da ein ständiger Streit um diese Brunnen. Die waren wirklich lebensnotwendig. Ohne diese Brunnen konnte man die Herden nicht am Leben halten. Und es gibt viele Geschichten im Alten Testament, wenn ihr so über Abraham, Isaak und Jakob nachlest, selbst auch bei Moses. Da passiert viel an diesem Brunnen. Ich möchte gar nicht erst anfangen, von Isaak und Rebekka zu reden oder wie Mose dort seine Frau gewonnen hat. Das sind sehr viele und sehr, sehr wichtige Geschichten. Nach der anstrengenden Arbeit des Tränkens wurde man durch dieses wunderbare kühle Nass belohnt. Und wer einmal in der Hitze gearbeitet hat, der weiß es zu schätzen, wie wunderbar so dieses,
dieses frische Wasser ist. Oder wenn ihr mal so auf einer Wanderung gewesen seid und ihr kommt dann so zu einer Quelle. Ich mache das gern, wenn ich im Sauerland herumwandere, dass ich irgendwo eine Quelle finde und ich trinke einfach aus der Quelle, weil das Wasser so sauber und so erfrischend ist. Es hat gar keinen Geschmack, aber ich finde es so wunderbar und erfrischend. Ich brauche übrigens jetzt selber mal einen Schluck Wasser. Selbst zum Predigen braucht man Wasser. Letztes Mal haben wir über das Thema Wiedergeboren aus Wasser und Geist gesprochen, im Johannes 3. Da hat Jesus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Die Wiedergeburt geschieht nicht durch die Taufhandlung, sondern die Taufe bestätigt die Wiedergeburt eines Menschen, der seine Sünde bekannt hat und an den Herrn Jesus Christus glaubt. Er lässt sich taufen, um seinen neuen Glauben öffentlich zu bezeugen. Seine Schuld ist getilgt und sein Gewissen wird gereinigt. Nach der Wassertaufe wird der Mensch vom Heiligen Geist erfüllt, wie zuerst unser Herr und dann auch unsere Jünger am Pfingsttag, Paulus und die Verwandten und Bekannten von Cornelius und wie viele andere Jünger, die in der Apostelgeschichte und in den Briefen aufgeführt sind. Das war die normale Erfahrung im Neuen Testament. Leider machen heutzutage nur sehr wenige diese biblische Erfahrung mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Ich habe über dieses Thema lebendiges Wasser, Heiliger Geist viel nachgedacht und da stoße ich auf einen Artikel von einem indischen Prediger, Zak Poonen. Der hat sehr viel, sehr interessantes Material, sehr gut verständlich, also für jeden verständlich. Der hat eine wunderbare Fähigkeit, schwierige und tiefe biblische Zusammenhänge so darzustellen, dass ein Kind sie begreifen kann. Und daran kann man immer einen guten Prediger erkennen, wenn er schwierige Zusammenhänge ganz einfach und ganz plausibel darstellen kann. Und er hat mich auch auf diese Idee gebracht, über Johannes 4 zu predigen. Ich lese vor, das ist ein etwas längeres Kapitel, ich fange nicht gerade vom Anfang an, sondern Johannes 4 von Vers 6 an. Es war dort aber Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, das muss wohl um die Mittagszeit gewesen sein. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Erstmal bis dahin. Die Samariter waren die Nachkommen der israelitischen Stämme Ephraim, Manasse und Levi und vielleicht noch ein paar andere, die sich zur Zeit des Thronfolgers von Salomo, Jeroboam, vom Südreich Juda abgespalten hatten und getrennte Wege gegangen sind. Das hat der Herr so gefügt
Das war sozusagen eine Reaktion auf deren Götzendienst, auf den Götzendienst von Jeroboam, der ein goldenes Kalb verehrt hatte und es zum Gott Israels erklärt hatte. Sie haben viel Götzendienst betrieben und waren vor allem zur Zeit des Exils bei den Babyloniern mit anderen Völkern vermischt und deren Bräuche angenommen. Sie hatten aber immer noch so eine Erinnerung an die Tatsache, dass sie ja auch Israeliten sind, dass sie diese Abstammung haben, Jakob, Isaak, das Gesetz des Moses, auch Abraham. Das haben sie immer noch so beibehalten. Also sie waren, das war so eine Art eine Mischreligion und es war ein Mischvolk. Die Samariter, die waren stolz auf diesen Brunnen Jakobs und sie haben das sozusagen als ihre, ja, wie kann man so etwas bezeichnen, so als ihr Heiligtum haben sie das verehrt. Sie waren nicht nur stolz auf ihren Brunnen, sondern sie hatten auch einen heiligen Berg, der Berg Gerizim. Das war der Berg, wo Moses den Segen verkündigt hatte. Der war auf ihrem Gebiet, der Brunnen Jakobs und dieser heilige Berg. Der bedeutete denen viel. Aber die Juden verachteten die Samariter. Für die Juden galt der Zionsberg und sie hatten den König David und sie waren die Reineren. Sie hielten sich mehr an das Gesetz und sie verachteten dieses Mischvolk, die auch so Bräuche angenommen hatten, die eigentlich gar nichts mit biblischen Inhalten zu tun hatten. Sie waren nicht in direkter Feindschaft, sondern sie haben Kontakt einfach miteinander vermieden. Die Samariter wussten das und hier hieß es auch, dass Jesus durch das Gebiet der Samariter durchziehen musste. Eigentlich ist er ja nur zu den verlorenen Schafen Israels gegangen. Samaria gehörte irgendwie so mit dazu, aber auch nicht so ganz richtig. Das lag so auf dem Weg nach Galiläa und da musste er hindurch. Und unter den Juden waren die Samariter verachtet, aber auch diese Frau war verachtet. Denn sie musste wie alle Dorfbewohner zum Brunnen gehen und Wasser schöpfen. Und weil sie eine stadtbekannte Sünderin war, vermied sie den Kontakt mit den Frauen aus der Stadt, die schlecht über sie redeten. Die meisten gingen sicherlich abends zum Brunnen, nachdem man so sein Tagwerk getan hat, und hat dann das Wasser geholt. Aber sie gingen mittags zum Brunnen. Das war eigentlich ungewöhnlich. Und sicherlich war sie es auch leid, in der Mittagshitze zum Brunnen zu gehen, ganz alleine und für sich selber, um zu schöpfen. Und die Leute haben vielleicht aus dem Fenster geguckt, wo sie gesehen haben, ah, da ist wieder die Frau. Ah, weißt du, was mit dir ist hier durch fünf Männer? Tag ein und Tag aus musste sie das tun. Wasserschöpfen war eigentlich eine Tätigkeit, die Kinder tun mussten. Aber die Frau musste es selber tun. Und das ist jetzt Spekulation. Vielleicht musste sie selber Wasser schöpfen, weil sie keine Kinder hatte, die so etwas hätten tun können. Und wir wissen auch, dass sie fünf Männer nacheinander gehabt hatte und der sechste, mit dem sie jetzt zusammenlebt, war auch nicht ihr Mann. Woher kam das? Es kann sein, dass diese Frau geheiratet hat, konnte keine Kinder kriegen, der Mann hat sie verstoßen, sie hat wieder geheiratet, konnte wieder keine Kinder kriegen und so hatte sie vielleicht fünf Männer hintereinander und dann hat sie das Konzept der Ehe ganz für sich ausgegeben und hat dann einfach in einer Beziehung gelebt, so wie die meisten heutzutage. Die leben in Beziehungen. Und in dieser Situation begegnet ihr Jesus und bittet sie um Wasser. Und das führt zu einer Konversation.
Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Und damit bestätigt sie das erste Vorurteil, das auf rassischer Abstammung beruht. Wir haben nichts miteinander zu tun und außerdem bist du ein Mann und ich eine Frau. Schon mal ganz ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es damals überhaupt gang und gäbe war, dass Männer mit Frauen gesprochen haben, mit denen sie nicht verheiratet waren. Aber Jesus kannte solche Tabus nicht. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Und das machte sie neugierig. Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest? Sie war durstig, aber Jesus ging es um mehr. Und Jesus fragt sie auch, bittet sie auch, gib mir zu trinken. Und da wird es deutlich, dass sie unter falschen Vorstellungen lebt. Die erste falsche Vorstellung habe ich schon angesprochen. Sie als eine samaritische Frau und er ein jüdischer Mann. Und die Samariter haben nichts mit den Juden zu tun. Das trennt sie. Und dann hat sie auch gesagt, du hast keinen Eimer, um zu schöpfen. Und der Brunnen ist tief. Und stellt euch mal vor, da ist der Herr, der bei der Schöpfung dabei war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Er war das lebendige Wort. Er war dabei, als die Berge entstanden sind, als die Erde aus dem Wasser herausgekommen ist. Und dieser Gott hat jetzt kein Eimer, um zu schöpfen. Das stimmt doch irgendwie etwas nicht in der ganzen Vorstellung. Aber sie hatte ja noch nicht erkannt, wer er ist. Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegraben hat, der daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Dieser Brunnen bestand aus Wasser, das sich aus der Umgebung vielleicht in so einer Senke gesammelt hat, weil darunter eine wasserundurchlässige Schicht war. Und so konnte das dann abgeschöpft werden. Es war sicherlich eher stehendes Wasser und kein fließendes Wasser. Es ist sehr selten, dass man, wenn man einen Brunnen gräbt, dass man Wasser findet, das auch noch fließt, sondern meistens ist es eher so stehendes Wasser, das sich dann wieder ansammelt. Von einem Brunnen hören wir, dass sich dort lebendiges Wasser befand, das also auch noch geflossen ist. Und von diesem lebendigen Wasser spricht nun Jesus. Und dieses Wasser war besonders frisch, weil es nicht abgestanden war, sondern ständig in Bewegung war. Es war sicherlich ganz besonders sauber und ganz besonders klar. Und dann auch die falsche Vorstellung: Bist du größer als Jakob? Natürlich ist er größer als Jakob. Denn es heißt ja, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Bevor Abraham war, bin ich, sagt es an anderer Stelle. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das ist das Wasser der Gewohnheit, das Wasser der Tradition, Religion. Religion kann schnell zu einem Ritual werden, das sich immer wieder wiederholt. Da sind bestimmte Bräuche, die man hat. Man geht in die Synagoge, man hat die Feste. Ich glaube, sie haben auch noch einige jüdische Feste gefeiert. Sie haben sicherlich irgendwelche Gottesdienste an diesem Berg Gerizim gehabt. Übrigens, die Samariter haben noch bis in die heutige Zeit versammelt sich auf diesem Berg Gerizim. Und sie waren stolz darauf. Und auch wir Christen haben unsere
Gebräuche und Traditionen. Wir treffen uns jeden Sonntag und das ist auch richtig so, das ist gut so, dass wir uns am siebten Tag treffen. Das ist auch Schöpfungsordnung. Aber wenn wir nur in so dieser Tradition leben, dann ist das nichts Lebendiges mehr. Dann ist das nur noch ein Brauchtum. Und in diesem Brauchtum und in diesen Vorstellungen lebte diese Frau. Wir können auch aus guten Dingen, die ihre Berechtigung haben und die auch biblisch sind, können wir auch eine tote Religion machen. Selbst die lange Röcke, Kopfbedeckung, Hausandachten, kein Fernsehen, viele Kinder und sich gut benehmen, das ist alles schön und gut. Aber wenn unsere Religion nur in diesen Äußerlichkeiten besteht, dann ist es kein lebendiger Glaube. Diese Frau ging Tag ein, Tag aus zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und das Wasser war notwendig, aber sie war es irgendwie leid. Sie musste jeden Tag zu diesem Brunnen gehen, um Wasser zu schöpfen. Und es war auch eine schwierige Aufgabe. Vielleicht hatte sie auch nicht gerade einen kurzen Weg. Es war in der Mittagshitze und sie musste dieses Gefäß mit schleppen und nach Hause bringen. Jedem, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zu einer Quelle werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und anstatt immer wieder durstig zu werden und immer wieder zum Brunnen zu gehen und dieses Wasser zu trinken und daran erinnert zu werden, dass sie ja eine Samariterin ist, und dass sie ja auch in dieser Stadt verachtet ist und dass vielleicht Leute aus dem Fenster gucken und mit dem Finger auf sie zeigen. Das wäre doch schön, wenn sie nicht mehr zu diesem Brunnen gehen müsste, sondern so ständig dieses Wasser hätte. Vielleicht würden wir heutzutage davon sprechen, wenn wir doch einfach bei uns einen Wasserhahn zu Hause hätten und nicht mehr diese mühselige Tätigkeit machen müssen. Wenn sie doch einfach so diese Quelle in sich selber hätte, die diesen Durst stillt, das wollte sie auch erleben. Sie hätte natürlich sagen können, so ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn in sich selber eine Quelle von Wasser haben? Ist das physikalisch überhaupt möglich? Man muss doch irgendwie mit Wasser verbunden sein. Das geht doch gar nicht. Das ist doch völlig hirnrissig, könnte sie denken. Aber sie hat verspürt, dass dieser Mann irgendwie ganz anders war. Er hat sich über so Konventionen hinweggesetzt. Er ist zum Brunnen gegangen, er ist zu den Samaritern gegangen, obwohl er doch ein Jude war, hat zu einer Frau gesprochen und auch ganz ohne Hintergedanken. Und sie muss sich irgendwie in seiner Gegenwart wohlgefühlt haben. Irgendwie, dass der Mann sie verstanden hat. Da ist bei ihr etwas wach geworden. Und er forderte sie heraus und erfrischte sie mit seinen Worten. Und dann sagte sie spontan, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Irgendwie irrational eigentlich, weil sie könnte ja auch selber wissen, dass es gar nicht möglich war. Aber irgendwie muss sie gespürt haben, dass dieser Mann etwas hat, was sie eigentlich haben möchte, aber nicht in sich selber hat. Und da hat sie gesagt, Herr, in ihrer Verzweiflung, ja, dann gib mir doch dieses Wasser. Ich bin so elend in mir, ich bin es so leid, so allein zu sein, so ein Abgeschnitten. Ich möchte auch lieber Familie haben. Ich möchte gar nicht 5, 6 Männer haben. Ich hätte lieber gern eine glückliche Familie, aber ohne einen Mann kann ich hier überhaupt nicht überleben. Wir können natürlich leicht mit dem Finger auf sie zeigen und sicherlich ist sie auch eine Sünderin, aber vielleicht war es auch aus einer Not geboren. Eine Not ist keine Entschuldigung.
Und genau das wollte Jesus. Sie hat etwas getan, was viele andere Menschen niemals tun. Was hat sie getan? Ganz, ganz simpel. Kinder verstehen das. Gefragt hat sie. Sie hat nach diesem Wasser gefragt. Gib mir dieses lebendige Wasser. Ich bin es so leid. Hast du mal Gott so gefragt? Ich möchte diese Gegenwart mit dir haben. Ich möchte diesen lebendigen Glauben haben. Ich möchte sehen, wovon diese Patriarchen gesprochen haben. Ich möchte wissen, wovon David gesungen hat. Das, was Hiob so lieb und wert gewesen ist. Wofür Daniel bereit gegangen ist, in die Löwengrube zu gehen und Tod zu erleiden, das möchte ich auch erfahren. Im Reich Gottes musst du fragen, bitten und suchen, sonst kriegst du nichts. Vergiss es. Vergiss es, dich gut zu benehmen. Vergiss es, alle Gebote zu halten. Vergiss es, immer im Gottesdienst zu sein, wenn du nicht fragst. Dann ist das Ganze wertlose Religion, den gehst du immer wieder und machst immer wieder das Gleiche und es befriedigt dich nicht richtig. Du musst fragen. Du bekommst nur, wenn du fragst, und genau das tat sie. Und dieses Wasser bekam sie, denn dieses Wasser, das war die Offenbarung des Herrn selbst. Wer von diesem Wasser trinkt, der erkennt den Herrn. Und da war noch diese Sache, da war noch eine andere Sache, die zu klären war. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Da antwortete die Frau und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und gesagt, Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. So hat Jesus dieses Vorurteil, wo man anbetet, zerstört. Es kommt gar nicht darauf an, ob es der Berg Gerizim ist oder ob es der Zionsberg ist, der eigentliche Berg ist. Die haben sich an solchen Äußerlichkeiten festgehalten. Und es ist bemerkenswert, wie Jesus mit dieser Sache vorgeht. Ein religiöser Mensch, dem würde als erstes auffallen, dass sie einmal zu einer Mischvolk irgendwie gehört, vielleicht zu einer christlichen Denomination, von denen wir sagen, ach, pff, die kannst du vergessen, die kannst du knicken. Und sie ist sowieso unmoralisch und verwässert, da kann Gott nichts machen und die gehen den Bach runter und lass sie den Bach runtergehen und wir haben den rechten Glauben. Und wir machen alles richtig und der Herr ist mit uns. Der Herr hat gesehen, dass das eigentliche Problem bei ihr nicht in erster Linie die 5 Männer war, sondern es war dieser Durst, der bei ihr nicht gestillt war und der sich sicherlich auch darin ausgedrückt hat, dass sie diese Männerbeziehungen gesucht hat. Wenn es vielleicht nicht so ist, dass es aus der Not heraus geboren war. Sie wusste, dass es nicht richtig war, aber Jesus hat durchgesehen und hat gesehen, das eigentliche Problem war bei ihr, dass sie so dieses lebendige Wasser, diesen lebendigen Glauben nicht hatte. Sie war tief in dieser Tradition drin und tief in diesen Vorurteilen eingebettet und er hat das bei ihr wachgerufen, was sie eigentlich stillen konnte. Und diese prophetische Gabe ist dabei so zustande gekommen, weil er gesehen hat, dass diese Frau durstig war. Und so konnte er sie, er hat sie konfrontiert mit dieser Sache, er hat aber nicht mit dem Finger auf sie gezeigt. Er hat es so herausgelöst, dass sie selber bekannt hat, ja, es ist so, du bist ein Prophet.
Und sie hat sich nicht verurteilt gefühlt. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube, es kommt die Stunde, wo, das haben wir eben gelesen, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Ja, es kommt aus den Juden, nicht aus den Samaritern. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Und damit kommen wir auch auf die Frage, Jesus war ja auch durstig. Was bedeutet denn, dass Jesus durstig war? War er wirklich durstig oder war das nur irgendwie ein Vorwand? Ich denke, das ist sein Durst. Er sucht diese wahren Anbeter, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn er das hat, dann wird der Durst Gottes gestillt durch dich, der zu ihm kommt und ihn im Geist und in der Wahrheit anbetet. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, der wird uns alles verkündigen. Und da lässt Jesus alles fallen und sagt: Ich bin's. Und dann kamen auch die Jünger dazu und die haben sich auch gewundert, was macht Jesus denn hier mit einer samaritischen Frau zu reden? Die Jünger hatten auch an einer Stelle einmal gesagt, als die Samariter ihn nicht aufnehmen wollten, sollen wir Feuer vom Himmel erbitten? Und Jesus hatte sie ermahnt. Und die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Dieses Wasser, das war jetzt eigentlich gar nicht mehr das Wichtige. Und diese Schande, mit der sie immer gelebt hat, hat sich in das Gegenteil verkehrt. Sie ist zu diesen Menschen hingegangen, die vielleicht durch die Jalousien durchgeguckt haben, was da wohl mit ihr passiert. Und sie hat sie hervorgerufen, hat gesagt: Ich habe einen Mann getroffen, der mir alles gesagt hat, was ich getan hat. Sie ist mit ihrer Sünde völlig nach vorne gekommen. Sie hat sie vor Christus bekannt. Und ihr war es auch keine Schande mehr, sie vor den anderen Menschen zu bekennen. Sie hat auch diese Verachtung und diese Einsamkeit, die sie verspürte, die hat sie dabei überwunden und hat gesagt: Kommt alle hierher, hört euch diesen Menschen an. Der hat mir das gegeben, der hat mir dieses lebendige Wasser gegeben. Das, was ich eigentlich gesucht habe, das kann dieser Mann euch bringen. Und das hat so einen Eindruck auf die Samariter gemacht, dass sie gekommen sind und auch diese Kluft überwinden konnten. Das ist ja eigentlich ein Jude, der müsste uns ja eigentlich sagen, ja, ihr Mischvolk, ihr lebt doch völlig in Sünde und in Götzendienst. Und Jesus blieb bei ihnen 2 Tage lang. Und sie haben für sich selber erkannt, dass er der Herr ist. Das Thema ist lebendiges Wasser. Und es ist ganz wichtig, dass wir zu Jesus als zu einer Quelle kommen. Wirst du auch von dieser Quelle erfrischt? Ich habe so drüber nachgedacht. Das Wort Gottes ist ja wie das Brot des Lebens. Wir haben auch darüber gesprochen. Ich bin das Brot des Lebens. Aber stell mir vor, du würdest nur Brot essen. Stell mir vor, du kaufst am Samstag Brötchen und isst die am Sonntagmorgen. Wie viele Brötchen kannst du essen, ohne Wasser zu trinken? Vielleicht 1. Und das zweite wirst du dann sicherlich nicht runterkriegen. Was fehlt? Da hast du keine Spucke mehr. Du brauchst Wasser. Du brauchst das Brot,
das ist wie das Wort Gottes. Du brauchst aber auch diesen Geist, dieses lebendige Wasser, damit du dieses Brot des Lebens überhaupt verdauen kannst. Genauso war es auch mit den Herden. Die konnten nicht einfach nur den ganzen Tag lang dieses trockene Gras fressen, das wahrscheinlich zur Sommerzeit auch sehr, sehr trocken war, sondern sie mussten unbedingt Wasser haben. Das war absolut lebensnotwendig, dass sie dieses Wasser hatten. Ohne dieses Wasser würde das beste Gras denen überhaupt nichts nützen. Und so ist es auch mit unserem Gottesdienst. Wir müssen wirklich zu ihm kommen, zu dieser Quelle. Und ich versuche das auch immer in meiner stillen Zeit zu praktizieren. Ich lese das Wort Gottes und dann nehme ich mir Zeit, den Herrn anzubeten und wirklich vor ihn zu kommen und sagen, dass ich mich so freue, dass er mir die Sünden vergeben hat und dass ich ihn bitte, dass er mir seinen Geist gibt, damit ich im inneren Menschen gestärkt wird, damit ich das Wort, was ich gelesen habe, auch verstehen kann und bearbeiten kann. Und dass ich auch dieses lebendige Wasser habe, das mir eine Frische gibt. Eine Frische, die auch andere Leute erfrischen kann. Diese Frau hat andere Leute erfrischt, nachdem sie das bekommen hat, nachdem sie eigentlich gesucht hat. Nachdem ihre innersten Fragen und ihre innerste Zerrissenheit beantwortet war, konnte sie sofort nach draußen gehen und andere Leute hören. Und da war eine Erweckung, da ist eine Schockwelle durch dieses Dorf hindurchgegangen. Und sie haben dann auch diese Frau nicht mehr geächtet, sondern sie haben ihr gesagt, jetzt glauben wir nicht nur aufgrund deines Wortes, sondern wir haben für uns selber gesehen. Und ich denke, sie waren dieser Frau sehr, sehr dankbar, dass sie ihnen dieses Heil verkündet hat. Ein Mensch, der durstig war und der gesagt hat, gib mir dieses lebendige Wasser. Es war dieser wunderbare Effekt, dass dieses ganze Dorf zusammengekommen ist und den Herrn angenommen hat und ihn aufgenommen hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Dörfern, sein eigenes Heimatdorf, Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, wo er viele Wunder getan hat. Und wo sie ihn rausgeschmissen haben. Die wollten vielleicht so ein paar Zaubertricks sehen. Sie wollten aber nicht zu ihm kommen. Und diesen Dörfern hat Jesus gesagt, denen wird es schlimmer ergehen als Sodom und Gomorra. Weil ein größerer als Abraham da war. Und sie nicht auf ihn gehört hatten. Die sind in ihrer Tradition und in ihren eigenen Wegen waren sie verhaftet. Und sie sind nicht zu ihm gekommen und sie haben nicht gesagt, ich bin wirklich durstig, ich möchte dieses lebendige Wasser haben. Und daran unterscheidet sich das. Gib mir dieses lebendige Wasser. Wer nach diesem lebendigen Wasser schreit, der bekennt, dass er durstig ist. Der bekennt, dass seine eigene Religion und seine eigene Güte nicht genug ist. Er braucht wirklich diese frische Begegnung mit dem Herrn. Und dann macht das ganze andere auch Sinn. Dann ist das sekundär und dann wirkt sich das natürlich auch in heiligem Leben aus. Aber es sind nicht die Äußerlichkeiten, die eine Beziehung zu Gott ausmachen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, ich bete, dass wir von dieser Frau lernen können. Und dass wir auch wie Kinder ohne Scham fragen und bitten und suchen. Herr, gib uns dieses lebendige Wasser. Lass uns nach diesem Wasser graben, wie die Hirten der Patriarchen, die unter der Anleitung von Abraham, von Isaak und Jakob Brunnen gegraben haben und diese schwierige Aufgabe getan haben, sich durch diese Erdschichten durchzuwühlen, bis sie Wasser gefunden haben. Und wie mussten sie sich gefreut haben, als sie dieses Wasser gefunden hatten, mit dem sie endlich ihre Herden tränken konnten. Oder wie die Israeliten, die in der Wüste durstig waren und nach Wasser geschrien haben und es bekommen haben. Und ich bete, dass das auch ein Sinnbild für unser Leben sein möge, dass in jeder Station, wie ein Mensch jeden Tag trinken muss, so wollen wir auch jeden Tag zu dieser Quelle des Lebens kommen und sagen, Herr, gib uns diese Ströme lebendigen Wassers, damit wir wieder leben können, damit wir aufleben können. Amen.